Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Patricks Golfakademie. Jetzt so zu Weihnachten machen wir noch ein Video über die letzte Golfsaison, einen Rückblick über 2020 und einen Ausblick, was wir im nächsten Jahr, was es da alles Neues gibt. Ja, mit was starten wir? Mit dem ersten Thema? Ah ja, wir haben erstmal keinen Unterricht gegeben, wir haben erstmal Pause gehabt. 7 Wochen Urlaub. Oh ja. Sensationell. Was hast du gemacht? Da hier direkt auf dem Golfplatz vor uns, allererste Mal einen leeren Golfplatz genossen. Okay. Und das mit schönem Wetter. Ja. Yeah. Wann war ich das letzte Mal alleine mit gutem Wetter auf einem Golfplatz? Alleine vorher? Das gab's gar nicht. Ja. Deswegen, das war sensationell. Ich durfte zwar nicht Golf spielen, aber natürlich konnte man da laufen und spazieren gehen. Die Landschaft genießen. Was mich interessiert, war da immer gepflegt der Golfplatz zu der Zeit? Wurde gemäht und sah es aus wie sonst auch? Ja. Ja? Ja. Was eigentlich für eine Schande, dieser leere Golfplatz, oder? Ja. Trotzdem war es aber Schönes. Ich habe die Zeit mit meiner Family verbracht. Wir konnten uns sehr mit der Natur auch beschäftigen, einfach mal ganz andere Dinge wahrnehmen. Und das tat mal gut, wirklich so eine lange Erholung zu haben vom Körper, das war was Angenehmes. Ja, dann ging es irgendwann los und wir haben dieses Jahr die kostenfreien Mitgliedertrainings angeboten. Das waren 6 Termine und da haben wir uns in großen Gruppen getroffen. Immer 2 Stunden lang. Genau. Ja, war auf jeden Fall interessant. Aber ich verwechsel gerade eins. Wir haben es ja schon im Jahr davor angefangen, testweise. Und in dem Jahr hat man es ja dann auch nochmal weitergeführt. Wir haben es halt umbenannt. Umbenannt haben wir es, ja. Und es wurde größer. Unser Golfer-Stammtisch wurde zum kostenfreien Mitgliedertraining. Und wie viel hat man bei der größten Teilnehmergruppe, beim größten Event? Dieses oder letztes Jahr? Dieses Jahr. 50? Ja. Bei der Clubmeisterschaft? Oh ja, da war eine Menge, ja. Das war echt, das war interessant, ja. Genau. Da habe ich für mich auch nochmal gelernt, dass der Golfunterricht dann ein anderer ist, als der Einzelunterricht zum Beispiel. Ja, es ist, man braucht andere Inhalte, um die Gruppe gleichermaßen dieses mit Leben zu füllen. Man kann da nicht irgendwie so was Langweiliges machen, jetzt mal ne, so hinstellen und patten, sondern das muss ein Thema geben. Ja, also es muss so. Ja, es hat mir gefallen, einfach neue Ideen fließen zu lassen. Wie machst du so einen Unterricht, wenn du jetzt mal 20 Leute hast und du alleine bist? Stationstraining. Mhm. Auf verschiedenen Bereichen. So haben wir sie auch gemacht. Wir haben es glücklicherweise mal splitten können. Dann waren wir, wie viel waren wir maximal in der Gruppe? 15. Und dann haben wir da super. Ja. Ein Teil einfach aufs Puttinggrün, ein Teil mit mir zum Pitchen oder zum Chippen. Mhm. Ja. Ja, das war schön. Wird nächstes Jahr auch wieder alle 2 Wochen sein für 2 Stunden mit uns beiden zusammen. Mhm. Termine sind ein bisschen variabel, was den Tag angeht, oder? Haben wir es? Ja, es ist auf jeden Fall meistens Sonntag. Ja, einheitlich. Was ist ja schon einheitlich? Ne? Wir wollen ja keine Norm hier abbilden, sondern wir sind wir. Und wir haben einen Plan auch wieder. Ja, kommen wir mal zu unserem Kurs jetzt, genau. Bis jetzt haben wir schon einiges festgelegt, einige Kurse. Und wir werden auch wieder die Kurse euch zeigen, darstellen in einem Kursheft. Voraussichtlich wird es so sein, dass wir das Kursheft nach aktuellem Stand nur als PDF-Version jedem rumschicken oder halt im Internet dann haben. Ist wenig ökologischer. Und es ist auch ein großer Aufwand, das dann zu setzen und so weiter. Genau, und wir wissen ja sowieso gar nicht, wie denn unsere Kurse, die wir jetzt planen, wie die denn stattfinden werden. Und deswegen, wir werden es auf jeden Fall umfangreich gestalten, genauso wie im letzten Jahr. Ich habe für mich manche Themen ein paar Umformulierungen gemacht, einfach so aus meiner neuen Erfahrung heraus. Genau. Ja, was hast du noch dazu zu sagen zum Kursheft? Ja, es bleibt auf jeden Fall rein digital. Wir werden es diesmal nicht ausdrucken, weil man ja wirklich jetzt nicht vorausplanen kann, so wirklich, was jetzt geschehen wird. Vielleicht bleibt es auch bis Juni noch zu alles. Wer weiß. Wir hoffen es natürlich nicht.
Was haben wir noch zu dem ganzen Kursheft? Weil die Programme hatten wir ja bisher auf Swimworks. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, Swimworks ist eine sehr schöne Plattform, die habe ich sehr genossen. Aus der Nutzersicht, als Golflehrer, super Tool, umfangreich, ich habe nur einen Bruchteil davon genutzt. Natürlich hat man dann einmal am Jahresanfang, so im Winter, dieses Einprogrammieren, war super. Jetzt wechseln wir zum nächsten Jahr auf PC Caddy, aus dem Hintergrund, weil es eine große Schnittstelle ist, was dann im Büro zusammenläuft und darüber laufen die Startzeiten, darüber laufen, was läuft noch drüber? Nein, die Golfkartvermietung, die Startzeiten. Ah, okay. Für den großen Platz und für den Kurzplatz. Wir Golflehrer sind jetzt mit eingebunden und ihr seid einfach nur noch auf einer Plattform, wird alles zu finden sein. Mhm. Ja, man muss nicht mehr in zwei verschiedenen Programmen registrieren, sondern nur noch in eines. Ja, Einfachheit. Genau. Wir werden da auch die Kurse einstellen und wir werden die ganzen Guthaben alles da umbuchen. Also das wird dann jetzt im Hintergrund passieren. Genau. Genau. Als nächstes, was wir neu haben, ist auf jeden Fall, dass wir noch Verstärkung bekommen werden. Ja. Dass wir einfach grundlegend die Nachfrage noch mehr decken können im Golfclub. Und da wird der Herbert Musa uns unterstützen in unserer Golfakademie und wird höchstwahrscheinlich Montag und Dienstags auf der Anlage sein, aber auch individuell, wenn er irgendwann irgendwo für uns einspringen kann. Ja, freuen wir uns riesig, dass wir noch mehr Freiräume genießen können. Ja, ich habe ihn mal auf der Golfmesse getroffen in Stuttgart und sehr gesellig, sehr gemütlich und da freue ich mich drauf, dass er uns einfach da auch unterstützen kann, vor allem wenn jetzt mal wir gerade der Meinung sind, da passt was nicht, da überschneidet sich was und dann ist es halt schön, jemanden zu haben, der einfach dann da ist. Genau. Unter anderem ist er auf jeden Fall auch ein Fitting-Experte. Ja, das hat er viel Fitting gemacht. Da schauen wir mal, ob wir auch lokale etwas aufbauen können. Bisher habe ich meine Empfehlung immer geoutsourced und die Leute zu Mike McFadden outgesourced, weil ich einfach von seiner Arbeit total überzeugt bin. Ich habe den Golfshop in Nürnberg empfohlen, den Hans Lüblein. Natürlich. Den kenne ich und ich weiß, der ist da wirklich mit Leidenschaft dabei, der genießt es, der hat da auch sehr viel Erfahrung und die haben auch den Laden umgebaut mit Simulatoren drin. Also der ist wirklich auf dem neuesten Stand und da kann man auch mal das in die Hand nehmen und testen und auch auf seine Erfahrung zurückgreifen. Genau. Genau, also das ist auch mal wichtig. Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar für uns, weil wir hatten ja auch lange Zeit. Wir wussten ja gar nicht, was machen wir denn jetzt alles? Und jetzt sind wir gerade wieder an einem Punkt, wie geht es denn weiter, was machen wir weiter? Jetzt haben wir nach wie vor, klar, unsere ganzen Ideen für den Golfplatz in Planung und bringen das bald zu Papier. Doch haben wir noch andere Bereiche, die wir entdecken durften. Bei mir ist es die VGOM, eine virtuelle Golfmesse. Ich bin ja mit meinen stehenden Puttern im Winter über auf den Golfmessen gewesen und habe dann da viel Putter gebaut und viel auch Promotion gemacht. Das fällt jetzt weg. Da war ich in München, Hamburg und Stuttgart. Sehr schöne Golfmessen. Ich habe das wirklich geliebt und ich freue mich, wenn ich wieder hin darf. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt mit meinem Pattern? Ich kann ihn nirgendwo mehr anpreisen.